Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Irony Curtain. Wir sind immer noch in diesem Hotelraum gefangen, jawohl. Und wir haben irgendwie nicht wirklich viel zur Auswahl, ne? Okay, so, was wir machen müssten, ist das Aufnahmegerät finden und, ja, weiß der Kuckuck. Okay, gut, lass uns mal nachsehen, was wir machen können. Ich habe mal ein bisschen vorgespielt. Ich gebe es ja zu, ich habe schon mal gelinst und dann diesen Spielstand geladen. Und hey, 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 hiermit können wir Dinge tun. These new modern racers will make the old style obsolete. Also, the amount of accidental racer deaths will most likely plummet. Ja, pass mal auf. Hier können wir nämlich an der Nadel ziehen. Und juhu! Wir haben eine. Oh, okay. Ja, genau, wir haben eine Granate und wir haben eine Rasierklinge. Das ist doch schon mal schön. Ich weiß zwar nicht, wozu wir das brauchen, aber es wird schon seinen Grund haben. Was ich auch gerne mal machen möchte, ist, wir haben ja nur ein Gericht bestellt. Warte, hier, so, lass mal gucken. Da ist, genau, wir haben die rote Kombo genommen, aber mal gucken, ob wir mit dem Fisch, dem Brot und dem was der Götter in einem Kristallkelch. Genau. Sticky Finger Combo, die bestellen wir uns auch mal. Ach so, was, wie war die Telefonnummer noch? 55, alles klar. So, 5. 5. Good day. Welcome to the Crystal Restaurant. How can we help you, comrade? Ach, ich hätte jetzt gerne ein Stück Apfelkuchen mit Vanilleeis und, nein, okay, Sticky Finger Combo. I'd like to order the Sticky Fingers Combo to room 368. Juhu, da ist es. Okay, alles klar. Dann lass uns mal gucken gehen, ob wir den Fisch bekommen haben. Zack, da ist wieder... Saltwater fish in the company of a fresh loaf of bread, assisted by the kvass of the gods in a crystal goblet. Natürlich. Das sieht nicht so aus wie auf dem Foto. Frisches Brot, das nehmen wir erstmal. Und das Gewehr nehmen wir auch. So, dann können wir das schon mal zurückschicken. Ja, bye. Okay, so, was haben wir denn hier? Frisches Brot. Lecker. Mehlbedeckter Brotleib. Okay. Oh, ist es mal. Oh, hard as a rock. And there's way too much flour. I still have so much of it left. Okay, ja, gut. Ja, okay. Da ist das Mehl tatsächlich. Und das Quark. Was ist Quark eigentlich? Das hätte ich mal googeln sollen, ne? Oh, that's top shelf kvass. It's so strong I could use a chaser. So, na gut. Was wir damit machen können, ist nämlich. Warte. Das hatte ich auch noch ausprobiert, aber dann nicht weiter. Wasserbehälter. Okay, so, jetzt haben wir ein Glas mit Leitungswasser. Oh, warte mal, können wir uns daraus Mehl und Wasser? Ja, ein Glas mit Kleber, cool. Und weißt du was, dann verwenden wir den Rasierpinsel hier als... Ja, cool, Kleber. So. You could easily glue something with this. Or use it to paint walls. Natürlich. Okay, wenn wir es mal brauchen, dann werden wir das schon sehen. Gut, also, das genau, Wir müssen noch das Aufnahmegerät finden, ne? In dem Bücherregal da hinten, das war nicht das Richtige. Hier sind auch noch Aufzeichnungsgeräte. Völlig unauffällig, natürlich. Tja, hier haben wir schon alles abgesucht, aber... Die Toilette haben wir noch nicht untersucht und den Spiegel auch nicht. Das sagt der Richtige. Hallo? Warte mal, kann ich das mal... Nee, warte. Ja, schon gut. Nee, leg das mal ab. Weg. So. Und dann... Wüste. Okay, es funktioniert nicht. Gut, aber was ist da... Halt, warte mal. Mit der... Moment. Mit der Rasierklinge können wir da die Bilder rausschneiden? Nein. Wow. Nothing happened. Nein. Und hier. If I cut these up any smaller, they would cease to exist. Okay, gut, ja, schon gut. Also, Spiegel. Lass mal gucken. Hallo, na? Gut, mit der Büste. Hat er nicht gesagt? Look at that handsome devil.
Don't act like you're not impressed. Ja. Die Büste. Hey, the hotel bathrooms come with complimentary cameras. So kann man das auch ausdrücken. Ja, schon gut. Und es ist auf Aufnahme geschaltet. Also wink mal, hallo, versteckter Recorder. Oh, warte mal. If someone was watching that camera, they probably didn't enjoy seeing what I just did to the toilet. Yikes. Nein, wollen wir nicht wissen. Okay, dann nimm es mal. Jawohl, juhu. So, noch mehr, was wir mitnehmen können? Nö. Nee. Können wir die verkleben, damit uns niemand mehr sieht? Okay, gut. Okay, so. Warte. So. Okay. Lautsprecher, Kabel. Okay, das ist für unten, für diese Hütte. Oh, I know I saw a socket with this exact shape right here in the shelter. Richtig. Audiobank. Audio tape. It's literally the pinnacle of sound recording technology. Nothing could ever replace it. Mhm. Klar. Ich, nein. CD? Nein. Oh, stopp. Spiel. That is not up for discussion, Major. Our primary goal cannot be compromised. Do we understand each other, Major? Yes, Comrade Minister. If this goes wrong, I am holding you personally responsible. I repeat, PERSONALLYY. Because you're responsible for security during the meeting. Is the date set? Yes, Comrade Minister. It's Wednesday, March 3rd at 1800 hours. Is the place set? Yes, Comrade Minister. The commander of the gate garrison will welcome you, Comrade Minister. Good thinking. A meeting by the Iron Curtain won't raise any suspicion. I have also invited Comrade General Anselmov, as you have ordered, Comrade Minister. I hope Anselmov will join us. And what if he doesn't? What should we do if he refuses? I see you still don't understand. No matter. Just make sure you put him to sleep. His death will serve as a smokescreen. Do you understand? Put him to sleep? Would you like him to take a nap before we kill him? I feel like I should tell you that I am just terrible at tucking people in. I mean, the actual worst. I just never developed a knack for it. All right, never mind. Dismissed. Yes, Comrade Miss. This recording will self-destruct in 3, 2, 1. Ach, herrlich. Jawohl. Ruiniertes Band. Ja, nimm's mal mit. Das werden wir wohl noch in Ordnung bringen müssen. Und wir können das auch da unten anschließen. Das können wir gleich mal machen. Okay, also, es ist bald soweit. Oh, warte, das Band ist weg. Schade, ich hatte gehofft, dass wir es aufwickeln können. Aber nein, so ist es wohl nicht. Gut, sollen wir schon mal da unten anschließen? Ich glaube, wir machen das schon mal, ne? So, let's have a look. Yes. So, und dann kommst du nach. Kommst du da? There's no tape in the recorder. Nothing will play. Na, okay, ja, stimmt. Ja, okay. Wir müssen also erst eine Aufnahme vornehmen. Aber wir haben kein Band. Gut, naja. Werden wir uns wohl besorgen müssen. Okay, so, mein Herr. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. It's me, Evan. Yes, dear Lord, the meeting is today. But how? They won't let me out of the room until I fulfill all the requirements in the pamphlet. I'm worried about my ass. Don't be. I'll take care of your ass. First of all, you must contact Anna and set up a meeting. Do it discreetly so that those listening in won't catch on call reception and ask to be connected with number 257. Then you need to let me out of this closet. I'll wait until they escort you out, and then I'll slip out of the hotel. How am I supposed to get you out of there? These doors look really solid. You'll find the key to my room downstairs by the head of security. Remember, the head of security. I'll remember. The head of security has a key to this door. Don't interrupt me. Go there now and get the key. They won't let me out of my room because my pass got lost somewhere.
It's your lucky thing. I have to be good at frothing fat things. Here, take this ass and paste your photo onto it. The rest, you need to take care of on your own. All right, I'll be back as soon as I have the key. One more thing, your voice. It sounds very familiar and official. You have a voice for radio. You like listening to the radio? I saw you must have a radio in your room. Listen to it sometime. The radio? Okay, but I thought I was supposed to hurry. Remember? The whole curtains thing? No, call Anna. Klar. Oh. Und da klingelt auch schon das Telefon. Ja, okay, gut. Also, wir wissen, was wir zu tun haben. Und jetzt ist auch klar, wofür wir den Kleber brauchen. So, klingelndes Telefon. Good morning. This is the Anonymous Number Nagging Association. We are a statistics-oriented organization. We call a random anonymous number, even if it's unavailable. And if the person is interested in statistical data, we have a very open conversation. Oh, good morning. I understand a... Excuse me, could you repeat that? I didn't quite hear it. Some idiot was driving by. I was saying I understand and good morning. Oh, yeah, I get it. Actually, that's quite the comical coincidence. I was just about to call the association myself, but this seems inadvisable. Such an open conversation could be risky if you happen on a statistics fanatic, don't you think? Do not worry. All data I share with you is very public. Oh, then you've really put me at ease. I will ask you several random questions. Have you recently made any new friends? I have. But he keeps his emotions locked up, so I don't know much about him. Is your friend suffering from anything? Does he go to meetings? No, he is very... fat? I... Oh, sorry, I lost my train of thought. For the love of... Please, concentrate, sir. My friend got burned recently. For now, we're trying to get him to... loosen up? Loosen up? Yeah, so he's not all locked up. Instead, he'd be loose. Ah, right. That's very important. But I think it's more important for him to find out if... Now, what does any of this have to do with statistics, anyway? I ask the questions here. Oh, I'm sorry. I zoned out for a second. Let's continue. So, are you or your friend making any plans? Yes, but they're not fully formed, so he's still a little in the dark. Like his oh, leather jacket. Jacket? Just a second. I'm thinking. Something will come to me. The South likes pork. On the Ferris stage. What? Okay, I think that's enough. You've won the grand prize. Oh, really? I never win anything. Did I really win? Yes, really. A trip to the Metropolitan Museum of Arts. Aw, but I've already seen it. Then see it again. Get it now. I'll grab my friend and we can all go. Wonderful. Goodbye. Das ist so bescheuert. Unglaublich. Spring Breeze Laundry. How can I help you? The coffee stains didn't come out. The detergent fell into the aquarium and the fish has no tie. Agent Eaglove. Mission progress report. Everything's going according to plan. The subject's at the hotel. Excellent. You still maintain that the subject was ready to be inserted? We had no choice. We've learned that Operation Caesar will commence soon. Let us hope the subject will not disappoint.
Don't worry. I believe in him. Okay. Da ist irgendwas passiert. So. Okay. Da sind wir also wieder. Okay, so. Puh, mehrere Dinge zu tun. Alles klar. Erstmal fangen wir hiermit an. Alter, hier. Oh, was? Ab hier. Oh, yay. Okay, jetzt brauchen wir aber zunächst mal unseren Personalausweis. So. Da schnitzen wir das Bild heraus. Yay. Und fügen das Bild dann hier ein. Erstmal verkleben vermutlich, ne? So, Foto mit Kleber und der Kleber kommt da rein. So. Ja, ich habe alle drei zusammen. Warte mal, reicht das wirklich schon? Weil hier steht ja noch nichts drin. Oh, hat er selbst gemacht. Okay, Beruf. Krake, 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 krake. Toll. Na schön. Okay, jetzt können wir uns frei im Hotel bewegen, kann das sein? Aber der Passwort sieht ein bisschen ramponiert aus. Hm. Gut. So, lalalala, wer ist noch dabei? Gut, also schön. Wir sollten uns frei bewegen können und sollten den Schlüssel auch bekommen können. 369, ich habe das alles mal... Oh, warte, halt. Muss ich hier nicht... Müsste ich da nicht erstmal, warte, beim Empfang anrufen und dann die... One. Die 257 anrufen? This is the reception desk. How may I help you, Comrade Even? I wanted to... Nee, brauchen wir nicht mehr. Okay, alles klar. Gut. Goodbye. Goodbye. So. So, Herzchen. Ich habe alles besser. Do you have questions, Comrade Ivan? Nee, eigentlich möchte ich nur raus. Frag nach, sagen wir bereit, korrigiere deinen Namen, was? Sorry, but it's Evan, not Ivan. Evan, they're not the same name. I suppose that there is some adjacency, but... Well, actually, from a linguistic and etymological point of view, it would be interesting to... You are not who you said you are. That is bad news, comrade. No, I am. I just mean that you... If you are not who you say you are, you must be rescreened and researched. Nein. I will go get the latex gloves and warm up my screening hand. Alter. Your screening hand? No, you've got it all wrong. In that case, we'll forget all about it. Right, Comrade Ivan? Yes, what a silly misunderstanding. Please, please don't get the gloves. Okay, frag nach. Wir machen das erstmal. Frag nach dem P.O., ob deine Stimme vertraut dir. Das hat der Typ da in dem Dings da gerade schon gesagt. Also. Why do I get the feeling that something about me is familiar to everyone? My voice, maybe? Indeed. I knew it. When did you hear it? Some half an hour ago. Where? Here, in the reception. Oh. We've spoken already. I'm the receptionist, remember? You don't remember, do you? No. Yes, it is. I mean, I am. I can prove it. That's not what I meant. Have you heard my voice before meeting me today? That's you breathing heavily into the phone in the evenings? Finally, after all these years, why did you wait so long to tell me? Wait, what? I'm lost. Something like that. What was something like that? The sounds you made on the phone. Also, you owe me some money for using all my long-distance minutes. I'm so confused. You do not sound confused when you're huffing and puffing like a stallion on the phone. You sound purposeful. We should really change the subject. I see. Playing coy. Yes? I mean... No. I will make sure that the line clear tonight, just in case someone decides to call. I feel like you are deliberately misunderstanding me. I'm not going to be calling you tonight, okay? Of course you won't be. Mr. Medvedev, I'm serious. Yes, I am also very serious about keeping the line clear. Oh.
Habe ich nicht am Anfang gesagt, dass es eine gute Idee ist, in diesem Spiel Fehler zu machen? Einfach weil... Ach, weil... Ich weiß, das bringt uns in der Geschichte überhaupt nicht weiter, aber es ist einfach so cool. Also ich finde das so cool, dass die so einen Unfug einfach da reingesetzt haben. Ich mag so ein Zeug. Frag noch einmal nach der Frage, warum man an der Tür steht. Is there a reason you're waiting by my door? I'm on guard against, what do you call it? Oh yes, imperialistic propaganda. Well, that's very kind of you, but I don't feel threatened. You misunderstand. I am not guarding you. Oh, wait. Huh? I am guarding the people of Matryoshka from your hostile ideals and twisted Western culture. Okay, lass es gut sein. You're guarding very well. Thank you. I feel safer already. Glory to Babushka Matryoshka. Natürlich. Okay, sag, dass wir dem Anführer treffen können. I think I'm ready to meet with your leader. You have met all the requirements listed in the pamphlet? Indeed, I see you have everything ready, comrade. Please proceed into the hall. Proceed into the hall. Natürlich. Hey, wir können gehen. Jawohl. Super. Raus hier. Okay, endlich mal ein anderes. Okay, die beiden sind beschäftigt. Das ist super. Treppe. Nee. So, die beiden sind beschäftigt. Das ist schon mal gut. Weil, guck mal, da ist... Nee, nichts Aufregendes. Gut, weil wir müssen zum Sicherheitschef. Den müssen wir vermutlich irgendwie ablenken. Damit er... Damit wir diesen Schlüssel greifen können. 369. 399. Schlüssel. One of those keys has to open room 369, but there's no way I can get to them with that guard sleeping there. Guck mal, das können wir mitnehmen. Super. Okay, da können wir jetzt eine eigene Nachricht draufschreiben und das um dann, no, ihr wisst schon, so schlafende Sicherheitsbeauftragter. Guard is fast asleep and, you know, with the way I lumber around like an elephant with a hernia, there's no way I'm getting those keys without being noticed. Hm. Okay, so, damit ist doch klar, was wir tun müssen. Erst einmal kombinieren wir das Audioband hier mit. So, angucken, können wir etwas aufnehmen? What to record? Ach shit, da hätte ich aufpassen müssen. Full stop. Okay, wir gehen nochmal ins Zimmer zurück. Warte. So, das kam in der Nachricht. Ich meine, es war Rübel 13. Also die letzte. So von wegen. Nee, warte, wo ist das Radio? Da ist das Radio. So, lass nochmal hören. Brand Radio. Ja. The citizenry maneuvers taking place today, on the eve of the leader's birthday. When you hear the order, beat 11, begin singing the Matryoshkin. Das bringt nichts. Nein. When you hear the order, beat 12, think warmly of the leader. Das bringt auch nichts. When you hear the order, beat 13, kneel before an image of the leader. Das bringt es. Okay, alles klar. So, Aufnahme. Da. Rübe 13. Beat 13. Cool, hat funktioniert. Okay. Gut, dann lass uns mal dieses Gerät da anschließen. Dann sollte der Sicherheitschef seinen Posten verlassen und... hat das jetzt funktioniert? Hat funktioniert. So. Nicht im Bad. Nicht im Bett. Da. Okay. Und einschalten. The recording probably played out in the hall. Gut. Das heißt, wir können jetzt hier raus und hoffentlich nach dem Schlüssel greifen. So. Jawohl. Die beiden Jungs sind schon mal weg. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö. Nö. Halt. Geh. Geh. So, die müssten sich jetzt alle hier. Jawohl. Cool. Also Kabine. Welcher Schlüssel ist es? 369 war das, ne? 399. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Was?
Nein! Okay. Ich dachte, es wäre vielleicht ein nützliches Tool. Aber nein. Mist. Seriously? Sure, no one noticed now, but if I just threw one, there would be a stampede of people coming my way. Okay. Er hat jetzt den Schlüssel genommen. Das war ja leicht. Guck mal, so, ihr betet mal schön, das ist super. Also, ihr habt euren Anführer, lalala, ne, wisst schon. So, das heißt, wir können den Typen jetzt tatsächlich, ja, tatsächlich befreien. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Oh, ich hoffe wirklich, das ist kein Fehler. Aber Anna scheint ihm zu vertrauen und sie scheint zu wissen, um wen es geht. Und, nee, warte, halt, so machen wir das. So. Yes. Hat er es jetzt gemacht? Hat er. Oh. Was möchtest du? Guten Tag. Nein, keine Spende. Okay. Much better. On the phone, Anna told me to meet her on the metro. All right. Listen, take this. It's a black knight. Sestis is my son. One of my relatives must be waiting outside the hotel. How will I recognize him? Everyone in my family is a mirror. They know what's going on and they'll help you meet Anna. I hide in here, and as soon as you leave, I'll also escape. Good luck. Thanks. Jetzt hat er sich wieder eingeschlossen. Oh, ist der doof. Okay, gut. Ja, so, wir haben also eine Schachfigur. If I show this to the prisoner's relatives, they should recognize it and help me. Warum? Nein, wirklich, warum? 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 Okay, alles klar. Gut, also, ja, klar, warum nicht? Okay, ich positioniere mich hier schon mal für die Aufnahme morgen und dann, ja. So, hi, na? Alles klar? Comrade, yes. You are not allowed to take government property out of the hotel. You need to return the tennis racket as its owner will be released soon. You cannot take the gas mask. Please return the pamphlet. Understood. I see you have a bust of Scram. Please return it. But I brought that from home. Please do not create a fuss. Fusses are frowned upon here, as are hisses and tantrums. Just return it, please. Okay, müssen wir das jetzt machen? Ja, klar, müssen wir das jetzt machen. So. I see you have been playing some sort of dirty version of tennis, comrade. Was ist well, das hier? It got all dusty like that. By itself. Okay, ja, ist gut. Die Gasmaske geben wir auch zurück. Wait a minute. The lenses are fogged and the straps are cinched tight. As if a small boned girl was wearing it. Was there unauthorized usage involved? You will tell me now. Of course not. I'm an innocent man. I found it like that. Oh, meine Güte. Alter, so das hier sollen wir auch zurückgeben? I can see that someone has drawn check marks on this. I cannot believe someone would do this. This is now useless. Who would do such a thing? I'm right there with you. Who would do such a thing? It's an outrage, all right, but there's no need to dig any deeper. I'm sure that someone sure learned their lesson. Whoever that may be. Your response about the marks is quite strange. Do you know something about this, comrade? We are very lucky to have extra electricity this week. I would hate to use it on something other than lightning. Electricity? Do your worst, friend. I cannot be broken. So... All right, oh sweet God, it was me! I did it. I'm guilty of vandalism and having amazing artistic talent. Those check marks are gorgeous. And it was me all along. You look ready to cry like little babushka. I am making a joke, comrade. The pamphlets are disposable. And
Actually, yes. The check marks are very nice. Da bin ich ja froh. Okay, so, noch etwas. Weiß ich nicht, wollte er noch was zurückgegeben haben? Ach ja, Herr Skolams Büste. That wasn't so hard, was it? I hand it over with a heavy heart. And only so I can be on my way. Okay, ich denke, jetzt haben wir es geschafft. So, also, wir können raus. Ich positioniere mich da, wie gesagt, schon mal für die nächste, für morgen. Oh, da steht er wieder. Gut, alles klar. Ja, da müssen wir gleich dran vorbei. Ich hoffe, ich habe alles erledigt. Wenn nicht, werden wir das gleich sehen. Also, bis morgen und alles Gute. Macht es gut. Tschüss.